Ja, hören wir mal rein hier. Luciano Gentleman und Ezhel. Krasse Kombi auf jeden Fall. Ezhel, weiß nicht, ob du den kennst. Nee. Türkischer Rapper auf jeden Fall. Okay. Aber Ja. auch richtig unerwartet, ne? Die kommen wir jetzt wieder. Ja, hätte man nicht gedacht, jetzt so. Jetzt sind die alle auf den Geschmack gekommen und denken sich, oh, wen holen wir als nächstes ran? Ja, mal Wen machen gucken. wir im Ja, wird auf jeden Future? Fall ein reggaehafter, drippender Rap-Track, go. Ja, Feier ich auf jeden gucken. Fall. Mal gucken. Nix. Krank. Kennst du den, oder was? Ja, ich habe sogar ein paar Lieder von ihm. Höre ich Heftig, sehr. Digga. Den kenne ich gar nicht. Voll überrascht. Coole Stimme, ja. Ganz anderer Vibe. Boah. Ja, Bock, ne? Auf jeden Fall heftig. Krank, das ist Krass. schon heftig, Tschüss. Digga. Vor allem da, und dann kommt noch Gentleman Luciano da rein, Ja, Digga. das ist cool. Heftig. Ezhel ist in Türkei richtig berühmt auf jeden Fall. Ja. Krass. Tschüss. Erstmal Digga, drei heftig Sprachen gemacht. Heftig gemacht, reingeballert. aber auch, guck mal, irgendwo im Dschungel und so aufgenommen auf den, ne? Richtig Cooles Feeling, kranker, Digga, ja. krankes Video und richtig nice Parts bisher. Tschüss, Kardesch. Tschüss. Das ist auch türkisch, Digga. Ja, ballert die ganze Zeit so türkische Wörter. Er sagt doch, heute wollen die Member Selfies. Die alten Compadres, die alle dann zurückkommen. Ey, lass mal ein Foto machen. Boah, aber der hebt auch schon den Track an, ne? Auf jeden Fall. Ja, ich Richtig glaube, geil. der hat einige Tracks mit UFO rausgehauen gehabt sogar, glaube ich. Okay. Zeitlang, ja. Richtig geil, ne? Ist halt so, ne, dieses, auch wenn man es nicht versteht, es hört sich aber heftig an, so, Ich ne? weiß nicht, Das ist das genauso wie so. die französischen Tracks, ne? Ja, Mann, das ist das. Also manchmal, ne, es gibt so Leute, die kriegen das so gut drin, ne? Das denkst du dir, Alter, scheißweise, was sie da singen oder rappen, hört sich einfach heftig an. Freiheit, ich suche das weiter, ein kleines Stück Land auf Big Island, yeah. Vielen Dank an die Zweifler, alle dachten, so kommen wir nicht weiter. Ah, das weiß nicht, Digga. Ich bin immer noch so ein Zwischending, ne? Ob Englisch besser war Ich oder wollte gerade sagen, es Deutsch, ne? ist richtig komisch, dass er Aber auf Deutsch rappt, oder? ja, deswegen, ne? Also er bringt ja jetzt nur noch Deutsch raus. So ist das ja, hat sich ja komplett geändert, sein Image Ja, jetzt, ne? er hat ja schon bei Eis Aber rausgebracht, Englisch ne? war heftig, aber auch bei ihm, fand ich so. Ich fand das Das cool eigentlich. Englische habe ich heftig von ihm Hab ich auch, gefeiert. aber das hört sich auch gut an. Der sein Part immer noch am heftigsten, Ja, Mann, finde ehrlich, ich. ist krass, Richtig ne? nice. Ja, Mann. Digga. Ja, ne? Der krasse Kombo auf jeden Fall, Digga. Richtig krasse Kombo. Ich finde so, die haben sich auch so ein bisschen unter Ezhel so reingebracht, finde ich. Ja, die haben ihm mehr Sch so gegeben, ne? Also mehr Primetime hier, wie heißt das Ding, dieses Viewtime da. Und ich finde bei Gentleman jetzt allgemein, ich fand immer so, das Englische hat ihn so ein bisschen einzigartig gemacht, vor allem Ja. dieses Reggae-Englische Ja. hat ihn so in Deutschland immer so ein bisschen einzigartig Er hatte gemacht. mal so einen richtig eigenen Style, so Ja, dieses Jahr, ja. ja. Und jetzt, ich weiß nicht. Er versucht das halt mit Deutsch jetzt, er hat ja auch immer noch den eigenen Style, er hat ja Ja. keinen anderen so den Style, aber ja, schwer, ne, sozusagen so. Aber muss man sich dran gewöhnen, denke ich aber mal, und Mal vielleicht gucken, kommt wie er sich das. jetzt im Deutschen noch etablieren Machen kann. das, machen glaube ich viele mittlerweile so. Ich glaube auch Sarah Connor singt, glaube ich, schon nur noch Deutsch als Beispiel, so, ne. Ja, aber mies, Digga, auf jeden Ja. Fall. Geile Kombo, Ezhel, Digga, auf jeden Fall. Interessante Für Kombo. dich eine neue heftige Überraschung, denke ich mal, Ja, auf Digga, jeden Fall. Yeah.